Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch vierfach. So, in der letzten Folge haben wir den zweiten Auflieger voll mit Zuckerrüben geladen. Also wurde gerade am Ende der Folge wurde er fertig. Und der Big M ist jetzt angekommen bei Feld 45. Ja, das passt auch. Noch von der Einstellung her. Sehr schön. Wir sind hier am Ballenpressen auf Feld 33. Auf Feld 14, also auf diesem Feld, wo wir gerade aktuell sind, sammeln wir die Ballen jetzt ein. Feld 1 haben wir gekalkt in der letzten Folge. Und Feld 10 sind wir gerade am Kalken. Und das möchte ich natürlich noch ummodeln zu einem Luzernefeld, weil wir zu wenig Luzerne haben und deutlich zu viel Gras. Deswegen wird das jetzt gerade geswitcht. Also Luzerne statt Gras auf Feld 10. Und dann nochmal beobachten, ob das dann ausreichend ist. Und falls nicht, können wir immer noch Feld 14 nachziehen. Oder meinetwegen auch Feld 9 kaufen und dort dann Luzerne ansäen. Also es gibt hier einige Möglichkeiten, wie wir das machen können, machen werden. Der Fermenter ist komplett voll mit Gras. Dann können wir noch den Komposter füllen mit Gras. Der ist ja noch komplett leer. Ich glaube, nur eine Fuhre Mist haben wir aktuell drin. Da fehlt ja auch noch der Diesel. Aber eben der eine LKW ist ja komplett eingespannt. In der Zuckerrübenernte, den wir dann jetzt nachher auch noch wegfahren. Ich wollte jetzt aber erstmal dieses Feld hier bereinigen. Mit, ja, mit den Ballen, das, upsala, jetzt hätte ich fast vergessen, den Ballenladen zu aktivieren. Da war es schon wieder fast vorbei. So. Genau. So, das heißt, wir bringen das jetzt in die Heutrocknung und dann kann der LKW von mir jetzt erstmal kurz da stehen bleiben. Und eigentlich zu 33 könnten wir dann auch schon den Ding hinfahren. Den Wickler. Gerade voll so auf dem Schlauch gestanden, so, aber den Wickler meine ich ja. Okay, der Düngestreuer ist zumindest schon mal bei der 77 angekommen. Ei, 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 aua. Okay, jetzt lenkt er ein. Sehr schön. Oh, hier liegt auch noch ein Ballen. Ah, das ist nicht gut. So, machen wir erstmal hier den Abladebereich sichtbar. Und dann holen wir ein bisschen aus. Das dürfte doch so passen. Okay, Heutrocknung ist voll. Die Heutrocknung ist voll. Eieiei. Also das heißt, das geht jetzt ins Lager. Bin mal gespannt. Das Lager, das wird jetzt auch aus allen Nähten, glaube ich, platzen. Bald mit Gras. Und Silage sowieso, also. Schauen wir mal, ob das jetzt so passt. Ja. Das hat gepasst. Dann können wir den hier ausschalten. Und
dann sagen wir mal letzter Wegpunkt. Dann fährt er dahin. Oh, ist sogar ziemlich bei der Hälfte sogar. Oh. Das ist aber viel. Das ist viel, was wir hier an Dünger drauf werfen. Ah, Feld 39 ist auch schon gut angesät. Hier sehen wir auch, wie weit der Rübenroder schon ist. Und wir fahren jetzt hier wieder runter von der Marsch. Nicht von der Marsch. Vom Feld. Und bringen das jetzt auch wieder in die Zuckerrübenfabrik. Zuckerrübenfabrik, genau. In die Zuckerfabrik. So, jetzt einmal schön hier lang. Hier lang. Boah, da hat er auch ein klein bisschen versetzt. Aber er war noch in Ordnung. Er war noch in Ordnung. Natürlich ziehen wir hier lang. Da können wir jetzt auch richtig Gas geben. Fliegen wir hier ja richtig lang. Ah, da vorne kommt ein Kreisverkehr. Ui, 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 ui. Ja, und hier pflügen können wir jetzt auch gleich. Unfall. Ah, passt. Ei, caramba, war das ein Unfall. So, wir fliegen natürlich hier lang. Ja, hier die Ballenpresse bei der Arbeit zu sehen. Na, jetzt können wir wieder ein bisschen humaner fahren. Das machen wir jetzt auch. Also nicht mehr nur Vollgas, sondern auch mal ein bisschen bedacht. Weiß ich, hätte es irgendwie gefeiert, wenn ich jetzt hängen geblieben wäre. So, wir sehen, wir bringen ordentlich Zuckerrüben in die Fabrik. Das freut. So, noch einen kurzen Moment warten. Oder beziehungsweise, das müsste doch der jetzt hinkriegen, oder? Wenn ich ihn jetzt hier zurückschicke auf Feld 19, müsste er doch theoretisch hinbekommen. Weil dann kann ich nämlich schon mal den John Deere parat machen. Dass ich dann nämlich gleich pflügen kann. Wir sehen schon, der Separator hat schon wieder zu wenig Material. Sage ich jetzt einfach mal. So. Oder halt in 2 Tagen geht's Material aus im Separator.
Natürlich auch nicht so gut, ne? Er wird jetzt blockiert. Das ist der Kalkstreuer. Okay, warum wirst du blockiert? Ah ja. Okay, verstehe. Verstehe. Erstmal natürlich wieder so weit aktiviert, dass er loslegen kann. Und wie wir da sehen, also ich stehe hier schon ziemlich gut. Würde ich sagen, lass mal hier berechnen. Passt. Hätte ich jetzt gesagt, dass das passt. Also. Freut mich. So. Dann soll er hier natürlich sich erstmal orientieren an der Linie. Und er hat genug Leistung, dass er das eben, dass er den eben schnell ziehen kann. Kein Problem für ihn. Denke ich, hoffe ich. Das Problem ist, er wird jetzt ja. Er will jetzt auf die minus 1 wechseln. Also wir müssen selber wechseln. Das heißt jetzt, wie weit ich fahre, muss ich schätzen. Moment, da muss ich hier kurz. Kurz warten, weil der Kollege hier oben lang fährt. Nein, ich muss ja nicht schätzen. Ne? Ich weiß ungefähr. Bis hierhin. So. Natürlich setzen wir hier zurück. Zack. Wir fahren hier natürlich weiter. Ja, ich weiß, es ist ja auch nur so halb lebendig fahren. Und ich sehe gerade, der Volvo steht. Da müssen wir jetzt mal gucken, wo ist denn der Volvo? So. So kriegen wir ihn eben zuerst. Der ist eigentlich angekommen. So. Ja, der mag das nicht so, wenn es so ein bisschen uneben ist. Da hat er einfach seine Schwierigkeiten, der Volvo. Ich weiß nicht warum. Ist halt so. Feld 14. Müsste der Kalk dann noch reichen. Und dann hoffen, dass wir genug Kalk noch haben. So, ist ja alles noch beibehalten. Musste nur wieder aktivieren, dass er die Spur hält. So, jetzt zuckern wir hier natürlich schön lang. Holen auch wieder viele Steine nach oben. Das müssen wir dann natürlich nachher noch sammeln. Gut, Steine brauchen wir eh wieder am Kalkwerk. Also es ist eigentlich gar nicht so schlecht, dass wir jetzt doch hier angefangen haben. Na, sagt's mir. Dass wir hier doch angefangen. Ah, guck, der kriegt das da rumgerissen. Ja, zwei sind eigentlich schon wieder fast zu wenig, mit dem Flug.
Naja. Egal, wir machen hier einfach weiter. Das wird schon. Können wir auf jeden Fall aber schön alles einarbeiten. Den ganzen Kalk. Und das bin ich jetzt. Oder ist mir auch. Jawohl, perfekt. Kalkwert ist perfekt. So haben wir es doch gern. Das ist halt einfach ein Grasfeld umgegraben, ne? Das ist halt so. Angekommen bei Feld 14. Heieiei. Das ist hier eine Hin- und Hergespringer. Jetzt gerade. Einmal kalken. Erster Wegpunkt. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Speichern. Aber klar, dass es jetzt noch kommt. So, und dann sehen wir hier auch sehr schön, wie viel wir hier eigentlich schon schaffen. Also auf der PDA oder sogar auch unten auf der kleinen Karte sieht man sehr schön, dass wir das Gras wegarbeiten. Und jetzt ist schon wieder einer fertig mit der Arbeit. Das gibt's nicht. Ich kann hier nicht einmal die Arbeit sauber beenden. Wer ist jetzt fertig? Na, Axion. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber gut, ja, den können wir zu Feld 45 fahren lassen. Und dann warten wir dort einfach noch mal ein bisschen. So. Das hat doch jetzt eigentlich auch gut gepasst. Zack. So. Natürlich hier sehr schön mit allem drum und dran. Dann wird hier die Steine gesammelt und dann tun wir noch ansehen. Ist ja das Gute, wir haben jetzt ja die Zeit. Ist ja nicht so, dass uns die Zeit davon läuft, sondern wir haben ja die Zeit zum Glück. Wird jetzt hier eben einmal schön umgegraben. Und dann läuft das. Und ich habe zumindest mal die Funktion vom Advanced Vehicle kapiert. Eigentlich gar nicht mal so verkehrt, ne? Mit diesem Spurhalteassistent, ich finde das mega geil. So, natürlich hier wunderschön alles umgraben. Wir haben so viel zu tun. Also wir haben gar nicht eigentlich die Zeit, uns darüber Gedanken zu machen, was wir als nächstes tun. Sondern wir haben so viel Arbeit, dass es einfach reicht. Es reicht einfach. Die Arbeit reicht. Der ist angekommen bei Feld 45 und das können wir jetzt getrost erstmal ignorieren. Also erstmal getrost ignorieren, ne? So, und ich glaube, das reicht dann nicht ganz. Da müssen wir dann noch mal ein bisschen nebendran fahren. Auch wenn das jetzt nicht ganz reinpasst. Aber das machen wir ja, dann
Doch, doch, da fahren wir noch mal ein klein bisschen neben dran und dann ist das auch wieder in Ordnung. Aber gut, meine Freunde, das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.